Okay, was zock ich heute? Ich überlege gerade, was zock ich heute? Worauf habe ich Bock? Moment mal. Hey, geil, guck mal hier oben, Leute. Wie geil ist das denn? Ich habe 41,93 € an Guthaben noch. Ich würde sagen, ich weiß, was ich mir davon kaufe. Ich will mal, guck mal schnell in den Shop rein. Was kann ich mir denn davon kaufen? Wir gucken mal. Ne, was können wir davon kaufen? Warte, na, hier gibt's nichts. Okay, na dann. Naja. Weil ich oft gelesen habe, ihr wollt Resident Evil 4, dann würde ich sagen, hole ich uns Resident Evil 4, wa? Haha, auf geht's. Aufgeklickt. Will mich natürlich selbst kaufen, nicht als Geschenk. Komm, installieren wir das nochmal schnell. Wo ist denn das, da? Resident Evil 4. Installieren. Dankeschön. Ja, mach mal rauf. Ja. Cool, oder? Haha, wir haben Resident Evil 4 das Remake gekauft. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet, wa? Ja, ich hätte gesehen, ich hätte bald noch ein bisschen Guthaben übergehabt und dachte, ich willkommen. Ja, immer bei irgendwelchen Umfragen, die ich gemacht habe, wurde immer Resident Evil 4 verlangt. Ich habe es ja auch mit der Auswahl dazugegeben. Normalerweise Sommerzeit und so, ne, ist mehr so Vlogging-Time. Aber ich dachte mir so, come on, jetzt spring mal in deinen Schatten und zock mit deinen Freunden und Leuten, die hier zuschauen, einfach Resident Evil 4. Und das machen wir auch. Wir zocken Resident Evil 4. Ich würde sagen, wir starten das Spiel. Wir legen einfach jetzt sofort los. Komm schon, Leute, komm schon. Tjo, ihr seht ja, die fragen mich ja immer, welchen Modus man spielen möchte. Und ich bin ja ein Veteran, wisst ihr. Also ich habe bis jetzt Resident Evil 3 habe ich auf Hard gespielt. Ich habe Resident Evil 2 auf Hard gespielt. Ich habe Resident Evil 7 auf Hard gespielt. Ich habe Resident Evil 8 auf Hard gespielt, also Village. Also, ne? Antwort liegt da wohl klar auf der Hand. Auch wenn ich rumfluche und meckern werde, ich spiele auf dieser Stufe. Ganz klare Sache. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. Training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. Your calls, huh?
I'll be right back. Yeah. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. Damit würde ich sagen, hallo YouTube und hallo liebe Zuschauer. Hallo, Motherfucker. Na, wie geht's euch jetzt? Alles gut bei euch? Ich bin's wieder, euer Damir, KBN Kroate. Und wir sehen können zocken wir Resident Evil 4. Ja, ich weiß, The Forest ist auch noch am Start und so, aber kann ein bisschen sich gedulden. Aber jetzt machen wir jetzt immer mit Resident Evil 4 weiter. Wir schauen mal, was auf uns zukommt. Also ein Remake? Geil. Geil, 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 geil. Einfach nur geil. Ich hab den damals auf der PlayStation 2004. Warte mal, 2004. Jetzt haben wir. Oha. 19 Jahre später. Da war ich süße 18. Och, das war doch eine schöne Zeit. Jung und dynamisch. Oh. Jetzt bin ich alt und. Undynamisch? Keine Ahnung. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Kommen wir durch? Nee, kann man nicht. Wie ist denn die Steuerung? Aimen können wir nicht. Wir können crouchen auf jeden Fall. So. Oh, das ist geil. Crouchen auf dem Tastendruck und nicht so bescheuert wie bei Zelda TOTK, wo du quasi auf den scheiß Stick drücken musstest. So bescheuert gewesen. Können wir hier so runter? Kann er auch krabbeln? Der kann nicht krabbeln. Kriechen kann er nicht. So, gut. Laufen wir jetzt hier lang und gehen wir ins Dorf. Hier ist er nämlich reingegangen, unser Polizeikollege, ne? Genau. Okay, gut. Rein in die gute Stube. Immer rein da. Hola Papi. Jemand da? Hallo? Anscheinend ist keiner da. Gut. Können wir gleich wieder gehen. Ja, schrei noch lauter, du Vollidiot. Oh, jetzt können wir was nehmen. Okay. Das ist einfach nur die Akte erhalten. Okay, jetzt haben wir noch Schönes. Ich kann auf jeden Fall noch nicht ausrüsten, komischerweise. Also Kreisdrücken ist immer ganz schlecht. Bei Kreisdrücken ist Bücken. Da ist das Symbol schon wieder. Wenn ich irgendwas mitnehmen, gibt es ja nichts für uns. Kann aber auch nicht schlagen oder treten oder ähnliches, ne? Lass mich raten, das Ding ist zu, ne? Ah, wir brauchen einen Key, haben wir nicht. Wir brauchen einen Schlüssel. Oh, gehen wir hier rein. Hello, my friend. Whoa. Die Augen sahen schon so komisch. Die Augen sahen schon so komisch aus, wa? Wir wollen ja wissen, was auf uns zukommt, ne? Das wissen wir doch ganz klar.
Oh. Genick gebrochen, aber der kommt aber schon gleich wieder zu sich. Das heißt du doch in dem Spiel nichts. Auchi. Okay. Ja, mal den Key nehmen. Okay. Ja, mir gefällt das auch nicht. Okay. Loszielen, alles klar. Schlagen. Nein. Okay, wir können nur die ganze Einrichtung kaputt machen, das ist auch gut. Was haben wir hier? Oh. Heute gibt's wieder geilen Döner. Döner. Naja. Wir müssen ja auch was essen, die Jungs, ne? Wenigstens kochen sie vorher ihre toten Menschen. Obwohl die essen, glaube ich, alles einfach. Einfach sinnlos essen sie hier alles. Ist mir das runtergefallen? Ah, unsere Marke. Wieso hat er die nicht eingesteckt? Als Beweis, was hier passiert ist. Aber so eine Marke von so einem Polizisten muss doch nicht so richtig sein, ne? Oh. Okay. Da liegt irgendwas. Okay. Was haben wir hier? Irgendein Tier. Das ist kein Mensch. Irgendein Tier ist das. Sieht aus wie ein Schwein. Ich würde sagen, von der Figur ist das ein, also von der Form ist das ein Schwein. Halbiert. Ja, halbiert auf jeden Fall. Dann los, komm, holen wir uns unseren spanischen Kollegen. Falls er noch leben sollte. Geht hier vor sich. Okay. Hat er da was für uns? Nein. Okay. Wir werden aufgefordert zu schießen. Aber auf was? Das sind keine kaputtbaren Kisten. Nein, kann man nicht einfach kaputt machen. Okay. Ich höre Schritte. Okay. What was that? No fucking way. Ah, geil. Ich treffe nicht. Warum Inventar öffnen? Ach so, weil wir schon gewürgt wurden oder was? Ach so, wir haben dieses Spray, sind wir schon kurz vom Verrecken. Scheint so. Und ich treffe ihn aber nicht, den Penner. Jetzt haben wir ihn getroffen. This just keeps getting worse. Mhm. Wir können ihn nicht so. Nein, nicht die Kugel verballern. Ach du Scheiße. An den kommen wir so oder so nicht vorbei. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Unser Leben ist schon so gut wie runter. Und was passiert jetzt weiter? Uiui. Ach du Scheiße. Wir haben noch nicht genug. Oh, wir haben noch nicht genug Position, oder nicht? Haben wir doch nicht. Okay, warte.
Kann man hier blocken? Da raus. What the fuck? Der hat uns gehört. Ah, nice. Nimm das. Da uns. Yes. Nice. Erledigt. Reicht das? Okay. Hier oben waren wir doch auch schon, oder nicht? Nee, hier oben waren wir noch gar nicht. Okay, komisch. Sieht aus wie Ashley, ne? Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here, what's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... What the fuck? Gotta go. Talk later. Oh, ein Glatzkopf. I'll let myself out. Ja, genau so muss das sein. Oh. Ich hab Gardiola oder was? Okay, sieht zumindest so aus. Haben wir einfach geschafft. Wir sind jetzt mal weg aus dem ganzen Schlamassel, ey. Oh Mann. Ach, schau mal. Ah, du kannst sogar richtig raufdrücken. Alles klar. Kaputtbare Kisten kannst du richtig kaputt machen. Da steht nichts drauf. Das ist sehr cool gemacht. Ja, das ist wirklich sehr gut gemacht. Da muss ich ja Capcom mal wieder leben. Jetzt wieder. Yes, hier auch nochmal. Kaboom, nochmal ein Kick. Schießpulver. Ah, wir können uns wieder Munition herstellen. Das finde ich ja sehr gut. Sehr gut. Komm, einmal hier. Erstmal speichern. Wir haben es ja geschafft bis hierhin. Ich behaupte mal, kein anderer kam so weit wie ich. Auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Nein, doch. Der arme tote Wolf. Warum tut man das mit dem? Könnte aber auch ein süßer Husky gewesen sein. So ein ganz süßer, wisst ihr? What's wrong with you? 10 von 10. Noch irgendwas? Nee. Irgendwann haben wir nicht so viel Glück. Die Piste sind hier irgendwo in der Nähe. Man hört sie die ganze Zeit hocken, aufstehen, ja. Eieiei. Oh, was? Oh! Ah, sehr gut. Nice. Aua, voll in die Schulter, du Sackgesicht. Okay. Und erledigt. Das geht gut. Oh, Pesetas, ja, aber die haben noch jetzt mittlerweile Euro hier. Was denn hier für Peseten? Die gibt's doch gar nicht mehr. Was für Peseten? Es gibt nur noch Euros. Also, Capcom, da habt ihr wieder geschlafen, ne? Nur so zur Info. Oh, Mann. Also, wunden Punkt treffen und umkicken. Das klappt immer wieder sehr gut. Das war nur eine Aufwärmrunde für uns, weißt du, die beiden Typen da zu legen. Ah! Ah! Ah!
Bastardo de Santi de la Husa la Musa la, was auch immer. Und tschüss. Yikes. Da hat er mich überrascht. Wie der guckt. Komm raus. Das hinter uns ist irgendwas. Okay. Schon wieder an so einem Punkt angekommen, wo ich mir frage, wieso gebe ich so viel Geld aus für dieses Spiel? Warum? Das ist viel zu gemein alles. Ich habe Angst. Okay, Steuerkostkampf, weil wir können links wechseln. Alles klar. Wenigstens aber dann eine gute Übersicht. Ja, alles gut. Ein ganzes Dorf voller Verrückter. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Und gucken, was auf uns zukommt. Oh, was war das? Oh, ein Kopf. Oh, Scheiße. Was haben wir hier? Ein X. Können wir noch zoomen? Oh! Oh, da hängt unser Kollege. Nein! Oh, die haben ihn lebendig verbrannt. Krass. Können wir hier lang? Ja, wir können hier lang. Sehr gut. Wir müssen jetzt nicht irgendwie die Bude einreißen. Und hier sagen, hallo Leute, hier sind wir. Oh, ein Kraut. Wir haben nur 12 Schuss. Ich muss besser zielen irgendwann mit der Zeit. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Ja, ich hab verstehen. Aha. Ja, aber hier. Herstellen. Ja. Okay. Ach so, kann man das... Oh ja, kein Messer mehr. Das ist beschränkt einsetzbar. Ich dachte, das Messer können wir die ganze Zeit benutzen. Scheiße. Oh, fuck. Können wir die von hinten morscheln? Die können wir nicht morscheln, ne? Geht nicht. Wir haben kein Messer. Fuck! Wie unfair. Wir können die Alte nicht messern. Und sie hat uns nicht bemerkt. Das ist schon mal sehr gut. Oh, haben wir auch keinen Schlüssel für. Kann man nicht aufmachen. Okay. Wir können uns hier nur drin verstecken. Und da ist ein Schlüssel. Verdammt. Oh, fuck. Wenn es hier war, ist eigentlich diese Frau dazu killen, so, ne? Oh, guck mal hier. Was gibt's? Rohstoffe. Okay. Was haben wir jetzt? Rohstoffe? Was können wir damit machen? Untersuchen? Herstellen. Ach so. Ja. Brauchen wir auf jeden Fall. Ich hätte gerne die Alte zu gern gemorschelt da hinten, ne? Aber können wir nicht. Die haut doch nicht ab. Die ist ja beschäftigt mit irgendwas. Ach du Scheiße. Die lachen doch die ganze Zeit. Da müssen wir die abknallen. Here we go. Ich treffe einfach nicht. Reicht's? Uah. Uiuiui, okay, da haben wir es losgetreten. Scheiße. Oh. Ja. Ihr seht das, okay. Okay, weg hier.
Nice. Tschüss. War nett. Oh Mann. Ich habe ja kein Messer gehabt, um die zu morschen. Deswegen muss man so einen Scheiß machen. Wir sind auch schon voll angeschlagen, richtig? Heute haben wir auch kein. Doch, haben wir. Okay, wir sind wieder fast voll. Rennen um dein Leben, Kollege. Einfach rennen. Ja, Pedro, wer auch immer Pedro ist. Boah. Agarillo! Nee, wir werfen kann er auch nicht. Wow. Hilfe, können wir hier irgendwie rein? Nein! Wieso kann ich mich nicht verteidigen? Der pusht mich einfach, Wichser. Oh Gott. Ich hab keine Emotion mehr, das war's. Frei, Kevin? Nee, ja, kommen wir noch. Wir hätten irgendwie was unser Männer machen müssen. Oh, hier ist eine große Scheune, rein da. Krieg dich auf, okay. Oh, du, Renn! Das war's. Okay, Leute, ja. Schon mal ein doofer Anfang, ne? Ja, ich würde sagen, wir hören an der Stelle auf und dann schauen wir mal weiter, wie es zum nächsten Mal weitergeht. Und danke, dass ihr dabei wart und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dann, dein Damien, Gerd Bärenquart. Adieu und ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Links könnt ihr euch ein anderes Video noch anschauen, wenn ihr wollt, von meinem Kanal. Und rechts könnt ihr ein Abo dalassen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis bald, dein Damien, aka Bärenquarte. Adio, ciao, ciao.